Herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute machen wir diese fluffigen Zimtstecken. Als erstes fangen wir mit einem Vorteig an. Dafür geben wir als erstes einfach Hefe in unsere Milch hinein und lösen diese auf. Ganz schön verrühren, bis die Hefe in der Milch aufgelöst ist. Danach geben wir die gleiche Menge, also zum Beispiel 80 Gramm Milch in Mehl hinein. Dies vermengen wir, damit es eine schöne Konsistenz gibt. Das ist dann unser Pulisch. Den lassen wir eine Stunde abgedeckt bei Zimmertemperatur reifen. Wenn der Pulisch eine Stunde gereift hat, geben wir einmal Mehl in unsere Schüssel. In dem Mehl machen wir einen kleinen Sous-Vide-Öffnung in der Mitte, damit es schön einfacher ist, um zu kneten. Darin geben wir dann Milch, das einmal unsere Flüssigkeit ist. Wir geben dort auch unser Pulisch hinein, den wir eine Stunde gereift haben. Aber das ist nicht das Ganze. Wir geben auch noch die restliche Hefe, ein bisschen Zucker, natürlich auch zwei Eier, ein bisschen Salz und jetzt schlussendlich der Pulisch. Hier seht ihr noch, wie er also aussieht nach einer Stunde aufgehen. Jetzt vermengen wir erstmal mit der Spachtel alles zusammen. Geht nicht direkt mit den Händen dran, denn es kann nicht gerade die einfachste Arbeit sein. Wer natürlich eine Knetmaschine hat, kann sich gerne diese zu Hilfe nehmen. Das wäre einfach die Arbeit. Nachdem es jetzt ein bisschen vermengt hat, können wir auch schon mit den Händen dran gehen. Wer sich Angst hat, die engen Hände dreckig zu machen, hat die nicht zu suchen, denn es wird natürlich dreckig. Sobald der Teig leicht schon seine Form aufgenommen hat und die mehrheitlichen Sachen aufgenommen hat, geben wir die Butter hinzu. Gebt nicht die ganze Butter auf einmal, sonst wird es beim Kneten echt grausam. Gebt langsam Butter zu, knetet, bis der Teig die Butter aufgenommen hat und dann die restliche Butter. Jetzt, wenn der Teig aufgenommen hat, geben wir die restliche Butter hinzu und dann wieder kneten. Danach bestreut eure Arbeitsfläche mit Mehl und knetet den Teig. Es kann sein, dass der Teig extrem klebt. Bei mir hat er am Anfang noch extrem geklebt. Dafür gebt ihr einfach immer ein bisschen Mehl, aber geht sorgsam damit zu. Gebt nicht direkt am Anfang sehr viel Mehl hinzu, sondern immer langsam ein bisschen Mehl. Wenn der Teig noch schön geschmeidig ist, lassen wir ihn 2 Stunden aufgehen. Ich habe hier eine ganz normale Tupperware-Schüssel, ein bisschen Butter besprayt, damit er nicht klebt, und dann den Teig dort abgedeckt 2 Stunden ruhen lassen. Formt dafür eine Kugel, somit kann er ganz schön aufgehen. 2 Stunden später sieht ihr auch schon die Größe des Teiges. Jetzt geht es dann auch schon an das Formen des Cinnamon Rolls. Dafür müsst ihr einfach ein bisschen Arbeitsfläche bemehlen und dann den Teig ganz schön ausbreiten. Hier seht ihr auch, wie der Teig ganz schön geschmeidig ist. Nachdem er ausgebreitet ist, was natürlich circa auf 2-3 cm Breite machen müsst, geht es dann auch schon aufs Einrollen und Bestreichen unserer Füllung. Für die Füllung macht ihr einfach eine Mischung zwischen Butter und dann brauner Zucker und natürlich Zimt. Bestreicht zuerst den ganzen Teig mit ganz viel Butter, spart darin einfach nicht, denn das ist dann, was unsere Fluffigkeit bringt, was uns dieses schöne cremige von der Zimtschnecken bringt. Jetzt ist es auch schon das Bestreichen mit der Zimt- und Zuckermischung. Dafür einfach, wie gesagt, Zimt und Zucker vermischen und dann schön besprühen. Spart darin nicht. Das macht unsere Zimtschnecken aus, die Füllung. Wenn ihr seht, was bei Mengenangaben es hat nicht gereicht, macht euch noch ein bisschen mehr dazu
Und natürlich, ihr könnt so viel Zimt benutzen, wie ihr wollt, je nachdem, ob ihr es zimtiger oder süßer mögt. Jetzt geht es dann auch schon auf Aufrollen. Schön, schaut, dass es ganz schön eng ist, damit die Zimtschnecken dann nicht aufgehen. Sie müssen ganz schön eng sein und schön nahe aufrollen. Es kann sein, dass der Teig unten klebt an der Arbeitsfläche. Das soll natürlich vermieden werden, wenn man genügend Mehl arbeitet, aber es kann immer wieder mal passieren. Deswegen passt da auf und schön langsam aufrollen. Wenn der Teig dann schlussendlich aufgerollt ist, machen wir wieder in die Mitte unserer Arbeitsfläche. Jetzt geht es ans Aufschneiden der Zimtschnecken. Macht etwa 2 cm Schnitte und platziert sie so in eine Auflaufform. Die müsst ihr nicht bemehlen, die Zimtschnecken werden nicht kleben. Jetzt lassen wir die Zimtschnecken nochmals für 90 Minuten aufgehen, damit sie jetzt nach und nach schön schließlich in den Ofen gehen können. Und schlussendlich sehen sie so aus, einfach perfekt. Man sieht, wie die zerflossene Butter herauskommt und so kommen sie sehr fluffig aus. Vielen Dank fürs Zuschauen, macht gerne das Rezept zu Hause und markiert.